Crunchtime beim 6. Starnberger See Immobilien Cup. Die AHA-Mannschaft des FC Bello möchte Revanche für die Vorjahresniederlage im Finale gegen den FC Deutsche Post. Die Fans sind dabei schon mal auf der Seite des Teams von Zvezdan Misimovic in den weißen Trikots und auch der bessere Stab gehört dem FC Bello. Cetin Kaya prüft Müller mit einem ersten Kopfball. In der Folge ist die Rivalität zwischen beiden Teams durchaus spürbar. In den letzten Jahren trafen sie mehrfach aufeinander und hier fällt Hakan Boskaya. Beschwert sich lautstark nach diesem Duell mit Markus de Brato und bekommt dann dennoch die gelbe Karte, weil er nicht aufhört zu meckern. Nicht die erste und nicht die letzte ruppige Aktion in einem emotional geführten Endspiel. Wenige Minuten später liegt Misimovic auf dem Boden, wird hart von hinten attackiert und die logische Folge? Na klar, Freistoß. Das übernimmt der ehemalige deutsche Meister mit dem VfL Wolfsburg höchst selbst. Läuft an und schiebt den Ball clever unter der Mauer hindurch ins rechte Eck. Ob er sich das in der Bayern-Jugend beim damaligen Profispieler Patrick Andersson abgeguckt hat? Wer weiß. Wie es auch sei, der FC Bello mit 1:0 in Führung auf bestem Wege zur Revanche für das verlorene Vorjahresfinale. Ja, es ist eigentlich ein Turnier für den guten Zweck, doch von Wohltätigkeit ist auf dem Feld nichts zu sehen. Nächstes Foul an einem Spieler des FC Bello und wieder einmal gibt's dafür Gelb. Diskussionen mit dem Schiedsrichter bleiben zu diesem Zeitpunkt der Partie nicht aus. Vor allem dann, als auch Ex-Profi Misimovic hier einmal härter gegen die Bande fliegt. Gegenspieler Boskaya entschuldigt sich, genauso wie es sein soll, und Misimovic versucht die Partie schnell zu machen. Zu schnell offensichtlich, denn nach einem Fehler in der Hintermannschaft schiebt Hakan Boskaya seelenruhig zum Ausgleich ein. Der FC Deutsche Post wieder auf bestem Wege, das Turnier zum dritten Mal in Serie zu gewinnen. Es bricht die letzte Minute an und in der ist der FC Deutsche Post während des ganzen Turnierverlaufs schon stark. Gashi mit dem Schuss und da ist Haukambe! Das 2:1 für den FC Deutsche Post. Die Amateurkicker führen gegen den prominent besetzten FC Bello. Und wie schon im Halbfinale gibt es die Sonderzustellung der Post auch hier, last minute. Den Blau-Weißen bleiben nur noch wenige Sekunden auf der Uhr. Cetin Kaya versucht es nochmal aus Spitzenwinkel, aber er haut den Ball ins Außennetz. Der FC Deutsche Post, nun auf Zeitmanagement bedacht, kommt aber doch nochmal zur entscheidenden Chance durch Boskaya. Die Palmer hält stark, wirft den Ball nach vorne, aber trotzdem zu spät. Der FC Deutsche Post holt sich seinen dritten Titel in Serie. Der Starnberger See Immobilien Cup einmal mehr in festen Händen der Post. Und dennoch gab es nach dem Spiel noch einiges zu diskutieren. Ausgerechnet die Sieger wollten noch einmal Nachhilfe in Regelkunde. Sei es drum, am Ende geht es um den guten Zweck, am Ende geht es um die Fans und die unterstützen in Starnberg normalerweise den TSV 1860 München, auch wenn der wie dieses Jahr in der Vorrunde ausscheidet. Einmal mehr das Maß aller Dinge, der FC Deutsche Post. Dreifacher Titelträger und Dominator des Starnberger See Immobilien Cups 2019. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.